Das war immer schon meine größte Motivation, grundsätzlich ein Trainer zu sein, ein Vorbild für andere zu sein und anderen was beizubringen. Es ist so ein wunderschönes Gefühl für mich, wenn ich sehe, dass ich anderen Leuten was beibringe und sie danach im Endeffekt mit einem fetten Lachen dann einfach nach Hause gehen und dann eben so motiviert sind, dass sie immer und wieder dann kommen und dementsprechend auch immer fleißiger werden und immer mehr üben. Und von dieser Schiene her ist es genau das gleiche bei Hit the Beat. 5, 6, 7, 8. Ja, Leute, ich bin's wieder, Pete R. Und wir haben heute wieder einen neuen Erfahrungsbericht. Diesmal wieder mit einem Mann. Ich freue mich mega, den Chris dabei zu haben. Den stelle ich auch gleich vor. Eine wichtige Info vorab, wenn euch das gefällt, Thumbs up. Wenn ihr Fragen habt, weil hier geht es ja hauptsächlich um unsere Ausbildung, könnt ihr in den Kommentaren stellen oder direkt auf den Link klicken, auch in der Beschreibung. Und eben, wenn ihr möchtet, auch direkt einen Beratungstermin mit uns vereinbaren, wenn ihr mehr wissen wollt. Aber lasst uns doch direkt hier starten. Übrigens der erste Gast aus Österreich. Chris, stell dich einfach ganz kurz vor, bitte. Ja, hallo, ich bin der Chris. Ich bin 29 Jahre alt, komme aus Oberösterreich, aus einem Bezirk Vöcklabruck und bin seit letztes Jahr Hit the Beat Trainer und seit dieses Jahr Hit the Beat Mover und bin mega motiviert. Haha, geil, geil. Ja, zu Mover kommen wir sogar später. Einfach nur mal kurz zur Erklärung, was bedeutet Mover bei uns. Die Mover sind Markenbotschafter, sind Captains quasi der regionalen Städte, wo sie dann auch ihre eigene Community aufbauen und uns helfen, in den Regionen auch natürlich bekannter zu werden. Bevor wir hier zur Ausbildung kommen und vielleicht noch andere Dinge, du hast es vielleicht kurz angeteasert gerade, bevor wir hier das Gespräch angefangen haben. Du bist auf dem Rückweg gewesen vor 2 Tagen von Berlin nach Österreich, denn wir hatten unser erstes Hit the Beat Event, also unser erstes dieses Jahr. Für dich das erste überhaupt. Erzähl doch einfach mal in deinen eigenen Worten, was war da los? Wie fandest du es? Warum bist du überhaupt von Österreich bis nach Berlin gekommen? Ja, also ich wollte sowieso die komplette Crew kennenlernen. Und natürlich, jetzt, wo man wieder reisen darf, wollte ich auf jeden Fall unbedingt beim ersten Hit the Beat Event für mich in Berlin dabei sein. Und ich muss ehrlich sagen, es hat sich voll und ganz ausgezahlt. Also ich bin so mega überwältigt gewesen, dass ich jetzt noch immer richtig geflasht bin. Und ja, es begonnen von der Dance Class bis über den Hit the Beat Workout. Danach Hit the Beat Challenge noch dazu und dazwischen noch Interview bzw. eine Erklärung über Leidenschaft von Peter und Samin. Das war einfach mega krass geil, die Kombination. Geil, geil. Kannst du mir denn sagen, was dir da besonders gefallen hat oder was hat dir am meisten gefallen von den 2 Tagen, wo du hier in Berlin warst? Die Community, also definitiv die Community. Wie die Menschen zueinander waren, im Endeffekt komplett hilfsbereit. Du hast mit jedem kommuniziert, du hast den Spaß gehabt und hast dich wirklich austauschen können. Es ist einfach jeder komplett offen gewesen und wir haben so eine gute Energy gemeinsam gehabt. Also ich muss wirklich sagen, von Beginn an bis zum Schluss durchgehend Power und Motivation und gegenseitigen Support. Geil, geil. Ja, freut mich mega zu hören. Wir legen ja auch großen Wert auf die Community und ich freue mich mega, wenn das auch wirklich dann ankommt. Und ich glaube, am besten merkt man es wirklich, wenn man wirklich dann vor Ort ist und eben die ganzen Trainer kennenlernt. Jetzt holen wir mal ein bisschen aus. Du hast gesagt, du hast schon die Ausbildung gemacht. Kannst du den Leuten mal erklären, wie kamst du überhaupt dazu? Vielleicht eine kleine Geschichte. Wo hast du es das erste Mal gesehen und warum hast du dich am Ende entschieden, die Ausbildung zu machen? Also Hit the Beat habe ich vor circa 5 Jahren das erste Mal auf Instagram gesehen, was du im Endeffekt, Peter, da repräsentiert hast und eigentlich aufgebaut hast und habe das immer so nebenbei mitbekommen. Und ja, wie jetzt danach Corona war, habe ich dann gleichzeitig, persönliche Geschichte, habe ich noch zum Rauchen aufgehört und nach dem Rauchen aufhören habe ich 10 Kilo zugenommen und wollte im Endeffekt dann auch mit irgendwas noch richtig gut starten. Und
dann sind mir auf einmal dann auch auf Instagram regelmäßig die Werbungen reingekommen für die Hit the Beat App, was übrigens kostenlos ist. Und ich habe mit dem gestartet und ich glaube, beim allerersten Workout wirklich gerade angefangen, die ersten 2 Minuten, habe ich gesagt, boah, geil, ich will das machen. Und dann habe ich dann auch so die Einblendungen gesehen, jetzt Trainer werden, habe ich gesagt, das muss ich unbedingt machen. Das muss ich unbedingt durchziehen und den anderen Leuten genauso dann auch beibringen. Und habe dann auch im Endeffekt durch dies eigentlich dann mit der Ausbildung gleich angefangen. Cool. Und hast du die Ausbildung vor Ort oder online gemacht? Ich habe die Ausbildung online gemacht, weil es für mich auch grundsätzlich besser war von der Flexibilität her. Also ich habe wirklich neben meinem Hauptjob, habe ich dann am Abend dann immer wieder weitere Kapitel durchziehen können und habe wirklich mir das gut auf diese 3 Monate aufteilen können, dass ich halt auch den Inhalt dann richtig bei mir hineinbekomme, zum Verständnis her. Cool. Und du hast sie ja also ich weiß nicht genau, wie ihr es gemacht habt, aber nicht ganz alleine gemacht, die Ausbildung, sondern soweit ich weiß gar nicht, Frau oder Freundin, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, zusammen gemacht. Sie ist meine Verlobte. Cool. Wir haben ein Kind gemeinsam, die was jetzt 1,5 Jahre alt ist. Und wie ich mein ersten Kontaktgespräch mit Hit the Beat gehabt habe, wo es eben darum gegangen ist, diese Ausbildung eben mich zu bewerben. Da hat dann nachher nebenbei dann nachher meine Verlobte dann zu mir gesagt, so, sie will das auch unbedingt machen, weil sie hat das ja sowieso schon mitbekommen, dass das so richtig cool ist. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist, wenn wir beide einfach die Trainerausbildung machen? Und die Kooperation war sofort da und wir haben dann auch wirklich sofort zu zweit gemeinsam gestartet und haben diese 3 Monate dann eben gemeinsam daran lernen können. Cool. Ja, ist immer spannend, wenn man gemeinsam so eine Vision verfolgt. Kannst du mir oder den Leuten, die zuschauen, erzählen, wie das so war, die 3 Monate? Wie habt ihr das gemeistert, auch zeitlich? Und gab es Probleme, Herausforderungen? Hat alles beim ersten Mal geklappt? Musstet ihr ein Video nochmal drehen? Bei uns war das halt so, die Theorie hat jeder für sich selber gemacht. Und die komplette Praxis und die Übungen selber haben wir halt gemeinsam gemacht. Habe ich im Endeffekt draußen eine PVC-Matte aufgebaut und haben wir dann eben uns gegenseitig da unterstützt, währenddessen der andere halt die Kleine gehabt hat. Und ist eigentlich wirklich ganz gut gegangen. Die meisten Sachen haben wir halt am Wochenende gemacht, weil unter der Woche nicht halt so spät eben erst von der Arbeit gekommen. Und gab es irgendwo eine Challenge, irgendwo du sagtest, boah, das haben wir nicht geschafft oder sehr lange gebraucht habt? Oder war alles so nach 1-2 Stunden nach einer Woche drin, wie war da so der Ablauf, das Gefühl? Es war so ziemlich gleich am Anfang, kann ich mich noch gut erinnern, es war die Level 3 mit den Kickball-Squat-Variationen. Da war halt zum ersten Mal so richtig so ich glaube 3 bis 5 Minuten in etwa hat das gedauert. Da habe ich das dann auch gemerkt, so beim zweiten Mal, oh, da spüre ich schon richtig in die Oberschenkel. Also das haben wir wirklich verschieben müssen sogar, weil wir es nicht beim ersten Mal hinbekommen haben. Also das war herausfordernd. Die anderen Sachen waren für mich persönlich leichter. Und für meine Freundin Verlobte habe ich halt dann auch ihr ständig dann die Moves gezeigt und ihr auch den Countdown dann gleich gegeben. Also das hat dann auch ziemlich gut funktioniert. Cool. Ja, freut mich mega, dass ihr es beide geschafft habt. Wie lange habt ihr gebraucht? Die 3 Monate? Ja. Weniger, länger? Wir haben genau die 3 Monate gebraucht. Ich hätte es zwar schneller haben können, aber wir wollten es wirklich gemeinsam machen, gerade weil ich ihr eben diesen Support geben wollte. Und somit haben wir uns einfach wirklich die Zeit genommen. Ich muss aber ehrlich auch sagen, es hat auch sehr viel gebracht, weil ich halt viel mehr über die Sachen, über die Informationen nachdenken konnte und es auch aufnehmen konnte. Also da waren wirklich sehr viele Informationen dabei, die hätte ich so im schnellen Durchfliegen, hätte ich heute sicher nicht mehr in meinem Kopf. Cool. Ja, und jetzt bist du Trainer. Wie fühlt sich das an? Bist du jetzt erleichtert auch gewesen, die Prüfung bestanden zu haben? Was ist in der Zwischenzeit jetzt passiert? Klar, wir haben über das Event gesprochen, aber vielleicht kannst du uns mal abholen, was ist in der Zeit passiert und wie fühlt es sich an jetzt? Also es fühlt sich richtig mega cool an, endlich offiziell Hit the Beat zu unterrichten zu können. Und die Leute, die was bei mir schon in den Kurse dabei waren, die sind halt alle mega begeistert.
Sind also auch sehr fordernd. Also die melden sich dann auch am nächsten Tag immer mit einem richtig fetten Muskelkater, aber so soll das ja auch sein. aber die Leute haben wirklich alle Spaß miteinander und mir macht es am allermeisten Spaß, wenn ich den Leuten zusehe, dass sie dann auch komplett erleichtert dann aus meinen Kursen rauskommen, wenn sie vielleicht mit einem Alltagsstress zu Beginn gekommen sind, ist das eigentlich meistens dann verflogen und man merkt ja trotzdem, dass dort diese Freude da ist und ich versuche wirklich, so gut es geht, die Leute zu motivieren und zu pushen, dass sie wirklich durchziehen bis zum Ende, weil ich ihnen sage, das lohnt sich auf jeden Fall und sie werden sich besser fühlen. Cool. Wie du das schon vorweggenommen hast, ich hatte ja bei dem Event auch über Leidenschaft gesprochen. Das hört sich so an, als wäre das Trainersein auch deine Leidenschaft, einer von vielleicht vielen. Warum bist du Trainer? Was gibt dir das und wieso tust du das für die Menschen um dich herum? Also ich komme ja ursprünglich aus der Breaking-Szene, vom Tanzen her. Und da habe ich ja auch schon 3 Jahre lang intensiv unterrichtet. Und es war immer schon meine größte Motivation, grundsätzlich ein Trainer zu sein, ein Vorbild für andere zu sein und anderen was beizubringen. Also es ist so ein wunderschönes Gefühl für mich, wenn ich sehe, dass ich anderen Leuten was beibringe und sie dann nachher im Endeffekt mit einem fetten Lachen dann einfach nach Hause gehen und dann eben so motiviert sind, dass sie immer und wieder dann kommen und dementsprechend auch immer fleißiger werden und immer mehr üben. Und von dieser Schiene her ist es genau das Gleiche bei Hit the Beat. Nur da ist es halt dann nachher die richtig große Kombination noch dazu, dass man sich bewegt, gleichzeitig Spaß hat, im Endeffekt fitter wird, dementsprechend auch abnimmt oder von außen her besser wird. Und mit dieser Kombination von der Musik und vom Spaß ist es nicht einmal so übertrieben anstrengend. Also man merkt es dann nachher erst die Tage danach mit dem Muskelkater, dass man was richtig Krasses gemacht hat. Aber in dieser Zeit mittendrin, da kombiniert das einfach alles so richtig cool. Nice. Ja, freut mich mega zu hören. Du hast ja auch kurz gerade über deine Teilnehmer gesprochen. Warum du das Ganze machst und was mich jetzt interessieren würde, was sind die nächsten Steps? Also was sind deine Ziele? Jetzt hast du die Ausbildung. Was passiert in den nächsten 3 Monaten, 6 Monaten, vielleicht in einem Jahr? Was stellst du dir da vor? Also ich möchte mich natürlich weiter und weiter steigern. Ich bin jetzt Mover. Ich möchte, mein nächster Step ist Powerhead zu werden. Und da arbeite ich wirklich gut darauf hin. Was für mich natürlich diese Priorität hat, an mir selber ganz stark zu arbeiten. Auch, dass von mir aus die Moves immer besser werden und die Kreativität mit den Variationen. Und vor allem ist für mich auch ganz wichtig, dass wir in Österreich hier, wo es noch nicht so viele Standorte gibt, dass da einfach die Leute das eben mehr kennenlernen und natürlich meine Kurse durch das auch voller werden. Mhm. Ich werde dich unten verlinken, auch deinen Instagram-Account, aber sag mal den Leuten vielleicht jetzt hier, vielleicht kommen ja einige Leute aus Österreich, warum sollten sie zu dir in die Kurse kommen und wo gibst du aktuell Kurse, wo die Leute halt natürlich wahrscheinlich herzlich willkommen sind? Mach mal ein bisschen Promo für dich. Promo. Also ich gebe in Vöcklabruck gebe ich die Kurse in einem privaten Raum und die Outdoor-Workouts gebe ich hier am Attersee, also direkt gegenüber vom Attersee selber. Das heißt, nach dem Baden gehen ist das super herrlich, am Abend dann noch gemeinsam ein Workout abzureißen. Und wenn du fitter werden möchtest oder einfach den Alltagsstress wegbringen möchtest mit irgendwas, dann ist Hit the Beat sowieso genau das Richtige für dich. Und bin mir auf jeden Fall ganz sicher, dass ich dich motivieren werde in den Kurs, dass du durchziehst. Und ich verspreche dir, nach ein paar Mal wirst du es lieben. Geil, ja, sehr gut, als wäre es abgesprochen gewesen. Ich werde auf jeden Fall im Video, wie gesagt, deinen Instagram-Kanal verlinken, auch die Adresse, wo du dein Workout gibst, Kontaktdaten, da können die Leute sich bei dir melden. Danke, Chris, für deine Zeit, für das Interview. Richtig geil, hat Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Nicht nur heute, auch die letzten 2 Tage in Berlin. Wünsche nur das Beste, viel Erfolg. Und ja, wenn ihr auch Hit the Beat Trainer werden wollt, checkt auch den Link unten in der Beschreibung, kommentiert, fragt, wir antworten wirklich auf jede Frage und hoffentlich oder vielleicht und hoffentlich sehe ich vielleicht einen von euch, die gerade zuschauen, auch hier mit mir und wir rocken das Video. Also haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.
5, 6, 7, 8.